wieder. Ich habe gewonnen. Und zwar habe ich bei Andys Nerd Stuff mitgemacht und habe gewonnen. Und was ich gewonnen habe, das zeige ich euch jetzt hier in dem Karton. Den habe ich schon mal aufgemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, was ich so gewonnen habe und was da drinnen ist. Ja, erstmal Verpackungsmaterial. Und da geht es auch schon los. Einmal eine Karte, glänzend, oder? Ich sehe es schon, ich werde noch zum Masters-Fan, wenn es hier so weitergeht, ständig mit Masters. Hoffentlich nicht, dass es so bald ist, dass hier im Hintergrund keine Turtles mehr stehen und die Masters so immer mehr die Herrschaft übernehmen. Das Ganze mit Actionfiguren, das finde ich immer ganz cool, dass Actionfiguren so in Pose kommen. Dann haben wir hier, da geht es weiter, Skeletor, Untersetzer. Ich will jetzt nicht sagen Bier-Untersetzer, man kann ja auch andere Sachen trinken. Wobei es wäre, glaube ich, ein bisschen schade, die richtig als Untersetzer zu benutzen. Moment, aber schon interessant, dass es sowas gibt. He-Man, Skeletor, also die ganzen unterschiedlichen Charakter. Mal gucken, ob ich das vorsichtig. Nee, ich lasse es drin. Ah, oder? Komm, ich ziehe das hier raus. So, okay, wen haben wir da? Wir haben einmal Skeletor. Mal gucken, ob ich die alle hinkriege, aber es steht ja auch dabei. Merman haben wir hier. Den habe ich noch nicht als Actionfigur. Dann haben wir hier Beastman. Okay, den habe ich auch noch nicht als Actionfigur. Hier noch ein Merman. Ach so, die sind beide. Ach. Die sind beidseitig unterschiedlich. Zodak habe ich auch nicht. Okay, habe ich auch nicht. Aber ich habe He-Man und Skeletor. Und die sind beidseitig bedruckt. Finde ich ganz cool. Und auch so grau von der Farbe, so retro-mäßig. Aber hier haben wir He-Man. Die habe ich. Die Teda habe ich. Die Shia, aber okay, falls ja auch unten drunter ist. Ein paar Charakter habe ich ja auch. Ein paar fehlen mir noch. So, dann geht's weiter. Was haben wir hier noch? Masters. Postkarten. Gucken, dass wir das vorsichtig mal öffnen. Oh, das ist aber ganz schön vieles. Einmal eine wunderschöne kleine Verpackung, wo wir die dann reinpacken. Und da haben wir auch Actionfiguren. Das finde ich ganz cool. Wir haben ganz viele Karten. Aber mit Actionfiguren und diesem coolen Zubehör, das finde ich richtig toll. Das Happy Birthday Karte hier ist auch ganz cool. Vor allem, das ist mit Actionfiguren gemacht worden. Das finde ich ganz nett. Und viele andere Charakter, die ich jetzt noch nicht kenne. Ich bin ja noch nicht so in einem ganzen Masters-Universum mit allen Charakteren gefestigt, aber ich ja, bin bereit, da immer wieder neue Figuren zu entdecken. Hier die ganzen feinen Prinzen, alle in einem. Da fand ich auch ganz cool, die Actionfigur, ihn als Prinz, so als Figur. Da geht es noch weiter. Aber gibt es die so als Actionfigur? Weiß ich nicht. Ha, das ist auch witzig hier. Human Skeletor mit dem kleinen. Witzige Idee, dass man da so drauf kommt. Auch hier. Wobei, er wurde auch ein bisschen kombiniert, oder? Die gibt es auch nicht so als Actionfigur. Oder doch? Ich weiß es nicht. Hier auch, alles Liebe zum Vatertag. Hier, den habe ich auch noch nie als Figur gehabt. Den wuschigen. Hier, die habe ich aber im Set geholt. Ja, das ist deine. Und hier auch nochmal. Das finde ich cool, dass mit echten Figuren gemacht wird, dass man so auf die Idee kommt. Finde ich schön. Ja, das ist noch deine. Oh, jetzt geht es noch weiter. Ich habe noch so eins. Jetzt kommt die dunkle Seite. Gucken, was wir da für Karten haben. Bestimmt viel mit Skeletor und so. Bin ich mal gespannt. Vorsichtig aufmachen. Bin ich mal gespannt. Ah, das ist auch so ein ganzer Bündel. Cool. Darf ich nicht vermischen? Oder sind es dieselben? Nein, es sind andere. Hier, einmal zusammen alle. Drei. Und da ist dasselbe von der Idee. Mit dem Kleinen. Das sind diese kleinen Figürchen.
Let's Dance hier. Du wirst uns fehlen, Kollege. Die habe ich auch noch nie gehabt hier als Figur. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich diese nächste Karte zeigen kann. Die ist nicht jugendfrei. Ich weiß, sieht cool aus, aber vielleicht auch passend zu Weihnachten. Wobei eher vielleicht zu Halloween. Finde ich cool gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt geht's hier weiter. Da hat sich was, hat sich jemand was einfallen lassen. In den ganzen Figuren. Was ist das? Auskreditor. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Muttertag. Muttertag. Jetzt mit dem Kind. Sind schon ein paar witzige Sachen da. Hier. Skeletor mit Blumen, sorry. Witzig gemacht. Und da fängt es wieder an. Irgendwie finde ich die düstere hier ein bisschen, aber gut. So, einmal hier, das einmal hier. Es geht noch weiter. Und zwar haben wir hier die Zeitschrift mit dem Schwert. Ich habe überhaupt nicht gesehen. Und sogar noch ein Hörspiel. Cool. Ah, das geht hier schon auf, dann kann ich es auch rausholen. Da haben wir das Schwert. Warte, noch nicht. Lass es gleich haben. Cool, ich habe oben große Turtles. Das wäre cool, auch mal Fotos zu machen, wenn der große Turtle dieses Schwert in der Hand hat. Sieht schön aus, Mikro. Kannst du das gerne angucken? Dann haben wir hier ein Magazin. Vielleicht erfahre ich dann mehr von Masters und He-Man. Und ein Hörspiel. Ausmal in Maske. Auch ganz witzig. Ja, das werde ich mir dann in Ruhe angucken. Ein kleiner Comic ist da, was zu malen. Dann hier noch ein bisschen von der Karte Informationen. Ein Poster ist da. Okay, das werde ich mir jetzt nicht aufhängen. Aber ja, wie ein Magazin halt ist, gell? Aber da brauche ich ein bisschen Ruhe, um das mir alles in Ruhe anzugucken. Ein Spiel sogar. Zwei sogar. Und noch eine Maske. Ich war immer eine von denen, die Sachen, die drin waren, auch benutzt hat. Manche haben ja gesagt, nein, dann schneide ich mir was kaputt. Und ich... So, es geht aber noch weiter. Wir haben hier noch was. Und zwar haben wir... hier noch ein Heftchen. Das ist ein kleines Comic-Heftchen. Nein, mit Figuren. Ach, das finde ich cool. Dann sieht man ja auch mal verschiedene Figuren. Und vor allem auch mit dem Hintergrund. Weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich schon alle und kennt das. Ich bin hier die Einzige, die das noch nicht kennt. Auch hier ein kleiner Überblick und so, das finde ich auch ganz interessant. Und was haben wir hier noch? Ach, sogar die ganzen Figuren in einem Überblick, das finde ich auch ganz cool. Habe ich auch irgendwo mal schon als Poster gesehen. Finde ich ganz nett. Dann, ja, sind schon ein paar interessante Sachen. Auch die Turtles, aha! Ach, Strong Vision sogar, hier. Werbung sogar für Strong Vision. Turtles habe ich gleich gesehen. Und ja, muss man sich halt mal durchgucken. Gibt viele interessante Sachen. Das hier finde ich ganz cool. Mit den Dioramas und so. Aber ist das auch eine Geschichte? Auch hier. Da freue ich mich auch, wenn wir bald wieder Schnee haben und ich mit meinen Figuren ein paar Fotos mache. Vielleicht sind auch ein paar Masters-Figuren dabei. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja, da haben wir sowas hier noch. Da haben wir einiges noch zum Durchblättern. Und dann kommen wir noch zum letzten Artikel. Und zwar, mal gucken, ich muss ja ein bisschen Platz schaffen. Was haben wir hier? Riesengroß hier die Yps. Ist auch schon Jahre her, muss ich sagen. Finde ich immer mega cool. Wir haben hier Ghostbusters, wir haben hier Alf, wir haben hier ein bisschen was von Superman und all dem coolen Zeug. Und hier auch das Ding, wo ich glaube ich mit Luft gehe. Ja, das ist cool, wenn dann wieder durchzublättern. Kleiner Comic hier. Irgendwas mit Dance. Zu älteren Filmen. Ja, finde ich schon cool. Ich meine, das sind halt Sachen, die wir auch so in der Kindheit hatten. Ich dachte gerade, es wäre Michael Jackson. Ist interessant, da mal wieder durchzublättern. Hier auch noch ein kleiner Comic. Ja, schon cool.
Oh, warte. Das sind noch echt schöne Figuren. Spencer. Auch ein kleiner Comic. Okay, bevor ich hier gleich in das Heft hineinvertiefe. Oh, sogar ein kleiner Gizmo ist auch da. Schaut mal. Ich finde es auch ganz cool, dass es so glatt ist. Was hat es damals gekostet? Hier, Achtung. Ach, da steht sogar 8 Euro. Nee, doch. Wie lange ist denn das her? Warte mal. Ach, diese. Hä, gibt es die jetzt wieder? 2022. Okay. 35 Seiten mit Comic. So, okay, krass. Da seht ihr mal, wie lange ich nicht am Bahnhof war. Was ich alles verpasse. Was ich alles nicht so mitbekomme. Ich denke, ich würde die Masken mal benutzen, oder? Was meine ich hier? Masken benutzen, ausschneiden. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, da habe ich einiges noch zum Durchblättern und Durchschauen. Alles von Masters. Warum nicht? Mal was anderes als nur Turtles. Und finde ich richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gewonnen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinnen würde. Und habe mich riesig drüber gefreut. Finde ich richtig toll. Und da habe ich ja einiges die nächsten Tage, wenn die Regentage da sind, noch zum Durchblättern und Lesen und Durchschauen. Auch das hier mit den, finde ich ganz cool, mit den Verpackungen. Richtig schön gemacht. So, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste Gewinnspiel. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.